Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Wir wollen beten. O Herr, unsere Augen sind oft so gehalten und verblendet durch die lauten Dinge der Welt, dass wir das Eigentliche so schlecht sehen. Erbarm dich doch über uns und öffne uns die Augen, dass wir dich sehen, du König, der jetzt zu uns kommt, der du Einzug hältst so niedrig und arm. Lass uns deine Nägel malen sehen. Stelle dein Kreuz vor unsere Augen. Ach, Herr, gib, dass Menschen hier errettet werden von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in dein Reich, du König. O Herr, du kennst unser Leben und weißt, wie oft wir dich betrübt haben in der vergangenen Woche. Wir legen es zu deinem Kreuze hin. Auch alle Sorgen und Unruhe legen wir unter dein Kreuz. Nimm du es hin, Heiland, und erfülle uns mit deinem Frieden. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im ersten Brief des Petrus. Christus hat gelitten für uns und hat uns ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, welcher keine Sünde getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward, nicht drohte, da er litt. Er stellt es aber dem heim, der da Recht richtet. Er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus Matthäus 26, Vers 42. Das ist aus der Geschichte, wie Jesus im Garten Gethsemane ist. Zum anderen Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe? So trinke ich ihn, denn so geschehe dein Wille. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der vergangenen Woche hatte ich mit 55 Knaben oder jungen Männern oder Burschen oder wie sagt man, dieser Couleur, eine Freizeit, eine schöne Bibelfreizeit mit jungen Helfern. Wir waren in einem Heim, das in einem stillen Waldtal liegt. Und da hat mich also nie eine Zeitung erreicht. Ich weiß auch nicht, ob da ein Radio war. Ich habe es jedenfalls weder gehört noch gesehen. Und so habe ich mal eine ganze Woche zugebracht, wo wirklich von dem lauten Lärm der Welt aber gar nichts an mich hingekommen ist. Das ist eine eigentümliche Sache. Dass man auf einmal in dieser lauten Welt steht, wie ein Kind, das im Himmel gefallen ist. Und ich weiß, was los ist. Dafür bin ich dann umso mehr eingekehrt in einen toten, stillen, nachtdunklen Garten in der Nähe von Jerusalem. Wenn meine Füße auf so bergischen Waldwegen hinter meinen fröhlichen Jungs herliefen, dann lief mein Geist in den Garten Gethsemane.
Ich habe mich mit meiner Predigt beschäftigt, mit diesem Text. Ich sah im Geist den Heiland mit drei Jüngern in diesen nächtlichen Garten hineingehen. Ich sah, wie er seine drei Jünger zurückließ. Die anderen hat er vorher schon draußen gelassen. Und nun ganz allein, in unsagbarem Alleinsein, weitergeht in eine ganz dunkle Ecke dieses Gartens. Und da stürzt er nieder wie ein Baum, der gefällt ist, gewissermaßen erdrückt von einer Last, die er nicht mehr tragen kann. Ich habe da, wenn ich im Geist im Garten Gethsemane geweilt habe, für mich neue Entdeckung gemacht, die jeder Christ wahrscheinlich irgendwann macht. Aber wenn man sie macht, ist sie ganz neu und groß, nämlich die Entdeckung. Da in dem Winkel dieses Gartens, in einem lächerlich kleinen Lande, in der völligen Verborgenheit und Stille, ist etwas geschehen, was an Bedeutung alle anderen lauten Ereignisse der Welt weit übertrifft. Wenn ich Ihnen das heute Morgen deutlich machen könnte, dass Sie mal wieder richtige Perspektive bekommen. Was da in der Stille geschah, ist wichtiger als all die schrecklich lärmenden Tagesereignisse. Ich möchte als Überschrift über die Predigten den Text schreiben: In der verborgenen Stille geschah etwas. Ich lese nochmal. Und zum zweiten Mal ging Jesus hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, so gehe dieser Leidenskelch. Ist nicht möglich, dass dieser Leidenskelch an mir vorübergehe, so trinke ich ihn denn, so geschehe dein Wille. In der großen Stille und Verborgenheit geschah etwas. Ich habe drei Teile. In der großen Stille und Verborgenheit geschah etwas, was den Engeln die Sprache verschlagen hat. Verzeihen Sie, dass ich mal so menschlich von Engeln spreche. Ich weiß nicht, ob man in der anderen Dimension atmet. Aber Sie verstehen, was ich meine. Es geschah etwas, was den Engeln die Sprache verschlagen hat. Ich will Ihnen das zeigen. Sehen Sie, jetzt spreche ich mal zu denen, die jetzt Sonntag für Sonntag hier sind. Erinnern Sie sich, wir haben vom Anfang des Jahres an den Herrn Jesus auf seinem Weg begleitet. Den Mensch gewordenen Gott auf seinem Weg begleitet. Von da ab, wo er als 12-jähriger Knabe zum ersten Mal bewusst in den Tempel kam, bis jetzt zu dieser Stunde, wo er als 33-jähriger in den stillen Garten Gethsemane geht, an der Schwelle des Karfreitags. Erinnern Sie sich, wo wir den Herrn Jesus auch gesehen haben, ob auf dem Berg der Versuchung, wo er allein sich mit dem Teufel auseinandersetzt, oder im Gespräch mit seinen Jüngern, oder im Tumult des Volkes, wo wir auch gesehen haben, immer, das habe ich Ihnen jetzt zeigen wollen, immer stand sein Kreuz vor seinen Augen. Das war das Ziel seiner Menschwerdung, dass er sein Leben gebe, zur Erlösung für viele, so hat er selber ausgedrückt. Zur Erlösung für viele. Das war das Ziel seines ganzen Weges. Das Kreuz auf Golgatha. Darauf ging er zu. Jede Geschichte des Neuen Testaments schimmert gleichsam das Kreuz schon durch und auf. Es wird ganz deutlich, dieser Herr Jesus war entschlossen, aller religiösen Unklarheit. Glauben Sie mir, die Hölle wird doll religiös sein. Die Hölle wird doll religiös sein. Er war entschlossen, aller religiösen Unklarheit, aller Scheinfrömmigkeit, aller Priesterwirtschaft, allem christlichen und geistlichen Formalismus ein Ende zu bereiten, indem er selber
zum großen Hohepriester wird, der nach Golgatha geht und endlich ein Opfer bringt, das Sünder mit Gott versöhnt. Das Opfer, das er bringen wollte, ist er selbst, Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, hoher Priester und Opfer zugleich. Meine Freunde, wie ein Pfeil aufs Ziel zufliegt und keine Kurven beschreibt, so ist der Sohn Gottes, der Herr Jesus, aufs Kreuz zugegangen. Jedem Augenblick. Bis zu dieser Stunde im Garten Gethsemane. Lass uns einmal aus. Der ist auf einmal zu Ende. Da stockt der Schritt, der aufs Kreuz zureibt. Da macht er auf einmal Halt. Da wird er auf einmal schwach. Da weigert sich der Herr, den Weg weiterzugeben. Da betet er, Vater, ist es nicht möglich, dass du diesen leisen Kelch an mir vorübergehen lässt, diesen entsetzlichen, bitteren Kelch des Sterbens? Ist es nicht möglich? Verstehen Sie, in diesem Augenblick hielt doch Himmel den Atem an. Wenn Jesus in dieser Stunde sagte, ich kann diesen Leidenskelch nicht trinken, ich will doch nicht zum Kreuz, ich streike, darum geht's doch nicht. Jetzt streike ich mal, dann gab es im Himmel auf Erden keinen, der Gottes Heilsplan durchführen konnte und vollenden konnte. Das ist gewissermaßen festgestellt. Sehen Sie, es steht in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel eine eigenartig packende Szene. Da sieht der Seher Johannes im Geist in die himmlischen Räume und da sieht er den Thron Gottes. Er sagt nur, Thron, darauf ist einer. Und der eine darauf sitzt, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alles unterworfen ist. Es tut gut, mal wieder einen Blick auf ihn zu richten, nicht in all dem Tumult unserer Tage. Der hat eine Buchrolle in der Hand. Und die ist versiegelt mit 7 Siegeln. Und nun wird in die himmlischen Räume über die Erde die Menschenwelt gerufen. Ob einer da sei, der fähig und würdig imstande sei, dieses Siegel zu brechen und den Plan Gottes zur Ausführung zu bringen. Und dann entsteht eine ganz große Stille. Keiner ruft hier, kein Engel, kein Mensch. Die einen großen Mund haben, schweigen auf einmal. Es ist keiner fähig und würdig und imstande, Gottes Plan auszuführen. Und das schildert Johannes, wie ihm die Tränen aus den Augen stürzen. Was soll aus der Welt werden, wenn Gottes Heilsplan nicht zum Zuge kommt? Was soll daraus werden? Und in dem Augenblick, das ist packend geschildert, offenbar 5, da treten die gewaltigen himmlischen Heerscharen auseinander. Und welchen Gegensatz in diesem Glanz oder Herrlichkeit erscheint im Mittelpunkt ein Lamm mit einer Todeswunde. Und das nimmt die Buchrolle und bricht die Siegel und führt Gottes Plan aus. Herrlicher kann uns gar nicht gesagt werden, dass der Mensch gewordene Gott, Jesus, der Einzige ist im Himmel auf Erden, der Gottes Heilsplan durchführen kann, der dafür sorgen kann, dass ein Junge wie du und wie ich in den Himmel kommen können und hier Kinder Gottes werden. Darum geht es. Ganz praktisch. Keiner ist würdig als Jesus. Und hier im Garten Gethsemane sagt Jesus, mein Vater, ist es nicht möglich? Mein Vater, ich möchte nicht. Verstehen Sie, wie die Ewigkeit den Atem anhalten? Wenn Jesus jetzt, das soll man mal sagen, streit, dann gibt es keine Erlösung, kein Frieden mit Gott, keine Offenbarung, keine Vergebung der Sünden, kein Trost im Leben und im Sterben. Dann sind wir Menschen allein gelassen, wie Bestien nicht. Unvorstellbar. Meine Freunde, ich kann verstehen,
dass Jesus zurückschreckte vor dem, was da auf ihn zukam. Ich habe mir es andeutungsweise, versuchsweise klarzumachen versucht. Sehen Sie, es geht da ja nicht bloß um das schauerliche Leiden am Kreuz, trotzdem das ja schrecklich ist, nicht? Was haben die Menschen für Todesarten sich ausgedacht? Darin waren sie ganz groß. Das haben sie am besten organisiert, das Umbringen. Aber darum ging es ja nicht bloß, sonst geht es um viel mehr. Jetzt erinnere ich Sie, vielleicht haben Sie in Ihrem Leben mal, wo ich denke, eine Stunde gehabt, wo Sie etwas getan haben, was Ihnen den Frieden raubte, wo auf einmal Ihr Gewissen schrie, oh Gott, was habe ich getan? Ich glaube, ein Mensch muss schon sehr, sehr tot sein, wenn er nicht irgendwo in seinem Leben so eine Stunde hat, wo er plötzlich die Qual eines anklagenden Gewissens, die Qual einer Sünde trägt, die ihm den Frieden geraubt hat. In so einer Stunde trugen wir die Not einer Sünde, einer. Und nun soll Jesus die Schuld der Welt tragen. Das müssen Sie recht verstehen. Was am bösen Gewissen liegt, das sollte ihn anklagen. Das können wir uns nicht vorstellen, wir können es nur ahnen. Wir können es nur ahnen und begreifen, dass ihn Grauen vor diesem Schritt packt. Und ich sage noch einmal, der Himmel hält den Atem an, ob der Sohn Gottes wirklich jetzt sagt, ich kann es nicht und ich will es nicht und lass die Menschen doch in ihrem Dreck zugrunde gehen. Wie komme ich dazu? Mein Vater ist nicht möglich, dass der Kelch vorübergeht. Doch Himmel hält den Atem an und die Erde hätte ihn angehalten, wenn sie begriffen hätte, was es ging, aber sie begreift ja meistens das Wichtigste nicht. Und dann der fantastische Augenblick, wo Jesus zum zweiten Mal hingeht und sagt, mein Vater, ist nicht möglich, dass du es ersparst. Dann trinke ich diesen bitteren Kelch. Ich bin bereit. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, zur Bezahlung für viele. Ich bin bereit. Ich ahne, welche Bewegung durch die himmlischen Räume in diesem Augenblick ging. Und als ich das begriff, da hat mein hartes und ziemlich verstocktes Herz sich gewaltig bewegt. Und ich möchte, ihr Herz bewegte sich auch, was das für ein Augenblick war, wo Jesus sagte, mein Vater, ich bin bereit. So nun zweites. Doch in der stillen Verborgenheit geschah etwas. Zweitens, was uns sehr nachdenklich machen muss. Doch in der stillen Verborgenheit geschah etwas, was uns sehr nachdenklich machen muss. Ich könnte auch sagen, was uns sehr nah betrifft. Ich habe ja jetzt bis jetzt nur von Jesus gesprochen, jetzt kommen wir sehr stark dran, nicht? Geschah etwas, was uns sehr nachdenklich machen muss. Meine Freunde, ich habe den Vorgang im Garten Gethsemane noch nicht in seiner ganzen Bedeutung eben gezeigt. Wir müssen eine Etage tiefer steigen. Der Herr Jesus ist nicht einfach bloß zurückgeschreckt vor dem Leiden. Es ging um mehr. Er wollte, ich hätte beinahe gesagt, eiskalt wissen, ehe er den Schritt tat, ob es keine andere Möglichkeit gibt, dass diese verlorene Welt errettet werden kann. Und dass Sünder Kinder Gottes werden. Ob es keine andere Möglichkeit gab. Das wollte er vorher noch mal wissen. Meine Freunde, erinnere mich, wie ich meinen Freunden mal im Engadin zur Diablettseite gewandert bin. Ich weiß, heute ist jeder mal raufgefahren mit der Bergbahn. Aber es war zu einer Zeit, als Gott sei Dank diese Bergbahn noch nicht bestand. Wo man noch auf seinen eigenen Füßen raufsteigen musste. Und es da oben ein bisschen einsam war. Mein Freund zeigte mir von Ferne die Höhe und das schien mir also nicht so schwierig. Aber ich weiß, wie in Bernina Häusern auf einmal vor diesen Felswänden da stand. Ich dachte, da sollst du hinauf, denkst du, ein Eisfeld so über. Ich bin ein bisschen schwindelig. Da wurde ich doch zweifelhaft, ob ich das schaffen könnte. Meine Freunde, die Sache sieht auch anders aus, wenn ich ganz dicht davor stehe. Dort im Garten Gethsemane stand unser Heiland dicht vor dem Kreuz. Das ragte nun in seiner Schau.
Schauerlichkeit vor ihm auf. Und in diesem Augenblick, ich möchte jetzt vielleicht das Wichtigste sagen, in diesem Augenblick war er in der Lage, eines Patienten, dem der Arzt erklärt, dass er sehr krank ist und er eine Operation machen müsse auf Leben und Tod. Da wird kein Patient sagen, sofort, furchtbar nett, ja machen wir. Sondern da wird er mit dem Arzt nochmal beraten und fragen, gibt es keine andere Möglichkeit? Helfen nicht doch viel? Ne? Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit? Und sehen wir, Lage ist Jesus. Schauerlich ragt das Kreuz vor ihm auf. Und da sagt er, gibt es keine andere Möglichkeit? Die Gebete Jesu im Garten Gethsemane sind so interessant. Er betet das erste Mal, mein Vater, ist nicht möglich, dass du mir das ersparst. Mein Vater, wenn es noch eine andere Möglichkeit entfernt gibt, dass ein Mensch Vergebung seiner Sünden bekommt, dass ein zur Hölle verurteilter Sünder eine Tür zu deinem Herzen findet, wenn es eine entfernte andere Möglichkeit gibt, Vater, dann erspar mir dieses Leiden. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dass verlorene Menschen errettet werden, in Zeit und Ewigkeit, dann will ich den Kelch trinken. Aber nur dann. Aber nur dann. Verstehen Sie? Jesus fragt, mein Vater, ich muss wissen, ob das die einzige Chance für eine seit dem Sündenfall verlorene Sünderwelt ist, dass ich jetzt ihre Schuld auf mich nehme und Priester und Opfer werde. Und vor dem Angesicht Gottes wird Jesus sich klar, es gibt keine andere Möglichkeit. Und da betet er, gut, so trinke ich diesen Kelch. Dann gehe ich ans Kreuz. Jetzt geschehe dein Wille. Versteht, was es bedeutet? Der heilige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden und der Sohn haben sich selbst noch einmal und aller Welt und dir und dir und ihn klar gemacht, das Kreuz Jesu, sein Sterben, sein vergossenes Blut, ist die einzige Möglichkeit, dass Sünder errettet werden. Ist es da nicht die vollendete Narrheit, dass Millionen Menschen ohne dieses Kreuz Jesu und ohne diesen gekreuzigten Heiland leben wollen? Bei dieser, ich hätte beinahe gesagt, amtlichen Feststellung, nicht? Es gibt keine andere Möglichkeit. Ist da nicht die größte Narrheit, dass unter ihnen Menschen sitzen, die noch nicht ihr Herz bekehrt haben zu diesem Heiland, der für sie starb? Matthias Claudius schrieb an seinen Vetter Andres, wer ohne Jesus leben und raten will, soll sehen, wie er es mache. Andres, du und ich können es nicht. Ich kann es auch nicht. Und ich weiß nicht, wie man es kann. Darf ich nochmal so ausdrücken? Der Vater und der Sohn stellen amtlich fest, es gibt keinen Trost im Leben und im Sterben. Es gibt keine Vergebung der Sünden. Es gibt keinen Weg zu Gott. Es gibt kein ewiges Leben. Es gibt keine Rettung von der Hölle. Als durch Jesus, der am Kreuze für uns starb. Der Vater und der Sohn stellen gewissermaßen offiziell fest, es gibt nicht mancherlei Wege zu Gott. Es gibt nicht mancherlei Wege zu Gott, sondern nur den einen übers Kreuz. Brüllen Sie das intolerant? Dann übersprechen Sie doch Gott und sagen Sie, wer sei intolerant? Das ist die Bedeutung dieser Geschichte. Der Vater und der Sohn stellen fest, es gibt nicht mancherlei Wege zu Gott, sondern den ein über den gekreuzigten Heiland. Es gibt nicht mancherlei Wege zum Frieden mit Gott, eben dass sie eine harmonische Persönlichkeit werden, sondern den ein übers Kreuz Jesu und sein Blut der Sünde verliehen. Es gibt nicht mancherlei Wege in den Himmel,
sondern nur den Ein über das Kreuz Jesu Christi und sein für uns vergossenes Blut. Es gibt nicht mancherlei Wege zum Frieden, nur den über Jesu Kreuz. Hier am Kreuz Jesu, da strömt Leben und Frieden. Da finde ich Vergebung meiner Schuld. Hier ist die Tür zum Reiche Gottes. Ist es deutlich geworden? Wenn wir ihnen das Kreuz Jesu verkündigen, als Errettung, dann offerieren wir ihnen nicht eine unter vielen Möglichkeiten, über die sie dann anschließend diskutieren können und schließlich sagen, die Buddhisten meinen auch was Nettes. Sondern verkündigen wir ihnen, es ist in keinem anderen Heil. Und nicht, weil wir als Pastoren das ausgedacht hätten, sondern weil der Vater es mit dem Sohn in Gethsemane festgestellt hat. Es ist in keinem anderen Heil, ist dann auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie könnten errettet werden, als der Name Jesus, Jesus, der am Kreuz hing und der von den Toten auferstand. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. In der stillen Verborgenheit geschah etwas. Sagt, was dem Engel den Atem verschlug, was uns sehr nachdenklich machen muss. Und jetzt möchte ich als Drittes sagen, in der stillen Verborgenheit geschah etwas, was uns sehr trösten kann. Was uns sehr trösten und stärken kann. Und wer braucht keinen Trost? Ich bin Jugendpfarrer, mit Jungs zu tun. Und ich kann es gar nicht hören, das Geschwätz, wenn Leute mir sagen, ich war ja Pastor, man bleibt so jung, den fröhlichen Jungs. Wissen Sie, wie viel Schwermut da ist? Wie viel Trostbedürftigkeit? Und jetzt möchte ich Ihnen sagen, in der Stille des Gartens Gethsemane geschah etwas, was uns unsagbar trösten kann. Wir tun gut, dieses Bild des Heilandes recht vor unser Auge zu stellen und immer wieder vor unser Auge zu stellen. Dieses Heilandes, der zusammengedrückt unter der Last, sich unter Tränen und Schweiß, der wie Blutstropfen war, an so unsagbaren Kämpfen durchringt zum gehorsamen Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Und nun sage ich Ihnen, dieses Bild dieses Heilandes im Garten Gethsemane, dem die Last zu schwer ist und dann schließlich sie doch gehorsam übernimmt. Dieses Bild des Heilandes hat unzählige Menschen, die in ähnlicher Lage waren, aufgerichtet, getröstet, gestärkt. Niemals sind wir in solchen Tiefen, das ist ja nur andeutungsweise. Aber der Apostel Petrus, der diese schreckliche Stunde einfach jämmerlich verschlafen hat, verpennt hat, würden wir sagen, nicht? Zur Enttäuschung Jesu. Der hat doch im Blick auf diese Stunde in Gethsemane später an die Gemeinden geschrieben, er hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir nachfolgen sollen, seinen Fußstapfen. Das heißt, es kommt jeder einmal in die Stunden, wo von ihm ein ganzes schweres Opfer, vielleicht so ein Sterben verlangt wird. Einen schwerer, für den anderen weniger schwer. Etwa, dass sie nach Frieden mit Gott verlangen und der Herr sagt, dann gib diese Sünde auf. Und diese Sünde ist zu schön, nicht? Und es wäre ein Sterben, sie aufzugeben. Dass der Herr sagt, dann gib diese Bindung auf. Und sie bedeutet mir so viel. Oder dass er uns einfach etwas nimmt, was uns sehr lieb ist. Etwa ein Kind, ein Mensch, an dem unser ganzes Herz hing, nimmt er einfach weg. Oder eine Stellung. Er kann uns die Ehre nehmen, dass wir Menschen zur Schmach und Schande und zum Spott werden. Und meine Freunde, da geht es dann entweder so, dass wir uns wehren, dann verstocken unser Herz. Oder wir werden verbittert und hart. Und in solchen Stunden heißt es, auf den Heiland in Gethsemane zu sehen. Auf den Heiland in Gethsemane, der unter Blut und Tränen sich durchringt,
zu dem Ja, Vater, Ja von Herzensgrund. Sehen Sie auf ihn. Da ist das Wort vom Psalm 34 wahr. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu schaffen. Lassen Sie mich das mal sagen. Ich glaube, das sind die großen Dinge in der Welt, nicht in der Zeitung stehen. Ich glaube, das sind die großen Dinge in der Welt, wo ein Menschenkind Gott gehorsam werden möchte und kann nicht. Und schließlich in der Stille des Gartens Gethsemane neben dem ringenden Heiland niederkniet und ihn für sich bitten lässt, den einzigen Mittler. Bis man das Herz hingibt. Ja, Vater, nimm alles, nimm mich. Das sind die Dinge, die im Verborgenen geschehen, aber sie sind die großen Ereignisse, die im Grund die Welt am Leben erhalten. Lassen Sie uns beten. Herr, gib uns doch offene Augen in dieser Passionswoche auf dich, wie du durchringst zu dem getrosten Ja, Vater, Ja. Wir danken dir, dass du es getan hast und so unser Heiland geworden bist. Und lass uns nicht zu den Narren gehören, die daran vorübergehen, was du am Kreuz für heil geschaffen hast. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen.